Landwirt live dabei. Rund 14.000 Besucher strömten auch dieses Mal zum Lagerhausfeldtag in St. Florian. Auf dem insgesamt 50 Hektar großen Gelände wurde dem Publikum einiges geboten. Wir haben zwei Ziele mit dieser Veranstaltung. Erstens wollen wir mal eine Leistungsschau machen, dessen, was die österreichischen Lagerhäuser den Landwirten zu bieten haben, im Bereich Pflanzenbau, im Bereich Tierernährung, natürlich im Bereich der Landtechnik, ein ganz wesentliches Segment. Aber zweitens ist es auch ein Familienfest. Die österreichischen Bauern tragen die Genossenschaften durch ihre Mitgliedschaft, durch ihre Treue als Kunden. Und daher wollen wir Tage wie den heutigen nutzen, um hier auch ein Familienfest zu feiern. Größter Publikumsmagnet waren sicherlich die Landtechnik-Vorführungen. Jeweils 24 Gespanne mit insgesamt über 4000 PS wurden im Grünlandeinsatz und im Rahmen der Ackerbau-Vorführung präsentiert. Im Grünlandbereich waren sicherlich die Highlights der neue Lintrakt 90, welcher erstmals am Hang wirklich in der Berglandtechnik gezeigt werden konnte. Und das zweite Highlight im Grünlandbereich war sicherlich der John Deere Feldhäcksler 7400. Bei den Ackerbau-Vorführungen waren die beiden Highlights der neue John Deere 8370R, das ist der größte John Deere Standardtraktor aktuell am Markt mit einer Leistung von 405 PS. Der hat den brandneuen Böttinger 7-scharigen Aufsattelpflug gezogen. Neben dem umfangreichen Informationsangebot für Veredelungsbetriebe, Forstwirte, Obst- und Biobauern war die Saat-Sortenschau mit 250 Sorten und Versuchsparzellen ein weiteres Highlight am Lagerhausfeldtag. In Grünland produzieren wir alle unsere Mischungen entsprechend der ÖAG-Qualitätskriterien. Das ist eines der hochstehendsten Qualitätskriterien im Grünlandbereich, wo wir speziell Richtung Qualitätssorten, das heißt blattreiche Sorten, unsere Mischungen in Zusammenarbeit mit der ÖAG, der österreichischen Arbeitsgruppe Grünland, erstellen und so optimale Mischungen für jedes Anbaugebiet für Grünland in Österreich zur Verfügung stellen können. Auch das Rahmenprogramm hatte einiges zu bieten. In einer Modenschau wurden die neuesten Trends für den modernen Landwirt gezeigt und beim Geotrack Supercup stellten sowohl Damen als auch Herren ihr Können mit dem Traktor unter Beweis. Fertig, los! Ein Spektakel war auch der Mähwettbewerb der Landjugend. Die Mädchen und Burschen stellten mit ihren Sensen den Traktor in den Schatten. Wieder mit dabei am Lagerhausfeldtag war Armin Assinger. Feldtag ist natürlich eine großartige Veranstaltung. Ich bin jetzt schon, glaube ich, insgesamt vierte Mal dabei. Und es ist immer wieder imposant, wie viele Leute da herkommen und sich das anschauen. Und immer wieder interessant zu sehen, welche Sachen es da alles gibt, was alles, die Maschinen, die Arbeit erleichtern und oder ob es sich um Düngemittel handelt. Also es ist für mich auch sehr interessant, das eben zu sehen. Und die Leute sind sowieso immer gemütlich. Also die Stimmung ist eigentlich immer eine ausgezeichnete. Seit bereits 15 Jahren hält die Partnerschaft mit dem Lagerhaus. Und weil Armin Assinger erst letzte Woche seinen 50er feierte, gab es zum Jubiläum eine große Torte. Der Lagerhaus-Feldtag. Ein voller Erfolg.